das Essen reden und es war sehr gut. Also waren viele Menschen da gekommen, ja? Bis 60.000 Menschen wurde gemeldet. Ja? Also die kamen dann zu dem Rennen hin, ja? Und das war schon erfolgreich, würde ich sagen. Ja, ja, auch in den Medien. Ja? Wenn die Medien sagt, oh, hier Lombok, genau, ist sein Name, dann kennt man irgendwann, ah, es ist eine Nachbarinsel von Bali, ja, dann kennen es die Leute und dann kommen sie auch irgendwann her. Ja, genau. Ja. Und, wie du sagst, gute Werbung. Genau, ja. Dann jetzt entwickelt sich auch schon ganz schnell im Süden. Ja? Da werden immer schon neue Hotels aufgebaut. Ja? Also sogar die Bergen werden gekauft. Da stehen schon irgendwie mal Villas zum Beispiel. Okay. Ja? Also das ist gut. Ja, das will die Regierung schon, dass der Tourismus irgendwie mal Haupteinkommen wird. Ja? Aber natürlich darf man ja nicht vergessen, also Landwirtschaft ist halt auch sehr wichtig, weil die Leute halt davon größtenteils leben bis jetzt noch. Ja. Besonders Tourismus ist ein bisschen, also wenn irgendwie mal so Unruhe gibt, ja, dann gibt es dann Probleme beim Tourismus. Oder bei wie Pandemie zum Beispiel, dann ist Tourismus lahm geworden. Ja. Dann natürlich, das hat Bali auch schon genug Überleg, ja, dass die dann auch bei Wirtschaft, bei Landwirtschaft auch da bleiben, also damit die dann auch schon immer überleben können bei einer schweren Zeit wie gestern, ja, also ja, wie bei der Pandemie, so 2 Jahre Pandemie, sowas, ne? Aber natürlich wollen wir auch, dass Tourismus auch schon weitergeht, also sich dann weiterentwickelt, ja, weil besonders wir dann oft dann Probleme wegen Arbeitsplätze haben, ja, was die Regierung nicht schaffen kann, ja, also genügend Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen für die Einheimischen. Ja. Das heißt, ja, die Einheimischen müssen zurzeit auch schon nach Ausland fahren, ja, um Arbeitsplätze zu bekommen, ja, also in die Nachbarn, ja, Länder zum Beispiel wie Malaysia, ja, oder Brunei Darussalam oder Singapur, oder die fliegen sogar auch schon weiter weg, ja, also nach Europa. Ja. Ja. Europa zum Beispiel in Polen zum Beispiel, in Polen. Ja. Dahin kommt man in eine große Farming, glaube ich, zum Arbeiten. Ja. Okay. Oder in viele große Fabriken. Ja. Oder man fliegt auch nach Japan hin, ja, oder Korea zum Beispiel, Südkorea oder Taiwan zum Beispiel, ja. Also sie fliegen überall hin, ja, um Arbeit zu finden, ja. Die meisten Arbeitskräfte, die nach Ausland fliegen, sind ja aus den Dörfern, ja. Manchmal kennen sie auch schon nicht das moderne Leben, also zum Beispiel, die sind ja noch nie geflogen, ja. Die kennen auch nie Ausland zum Beispiel, ja. Und dann viele können auch nur wenig Englisch, ja. Deswegen müssen die dann auch schon, bevor die dann losfahren, auch Sprachkurs besuchen, ja. Zum Beispiel Arabisch, ja. Also da fahren viele in die arabischen Länder, ja. Also Katar oder in Arabien, Saudi-Arabien, ja. Also viele Indonesien sind dort, ja, beschäftigt, ja. Und deswegen ist es halt auch schon sehr schwierig, wenn sie hier bleiben, weil die Regierung selbst überhaupt keine Arbeitsplätze dann zur Verfügung stellen können. Ja. Das wurde oft dann von den Politikern gesagt, ja, wir schaffen 10.000 Arbeitsplätze für Einheimischen, ja. Aber wir haben schon ein Problem, ja, dass die indonesische Regierung irgendwie mal bei einem Bau der Infrastrukturen bei uns, ja, ausländische Arbeitskräfte, ja, holen, ja? Ja. Ja, zum Beispiel von China zum Beispiel. Besonders Indonesien und China zurzeit sind ja sehr eng befreundet, ja? Ja. Und dann hat der Indonesien irgendwie, ja, als laut berichten natürlich, das schreiben wir oft auch schon in Social Medien, also wir können auch schon lesen, was die Leute schreiben. Wir haben Angst davor, dass irgendwie mal Indonesien zu viel Darlehen haben, also von, ja, China. Ja?
Deswegen glauben wir, dass irgendwie mal auf dem Vertrag steht, ja, wenn irgendwie mal alles von China finanziert wird, ja, also den Bau der Infrastrukturen zum Beispiel, also ein großes Darlehen, dass wir irgendwie mal zu hoch Schuld haben, ja, an China, was wir dann in der Zukunft zurückzahlen müssen. Ja. Das merkt man schon zur Zeit, dass durch die Erhöhung von alles, ja, also Benzin zum Beispiel, ja, oder Gas zum Beispiel, ja, oder Lebensmittel, ja, also sind ja schon preislich dann auch schon höher geworden, ja, also dann ist es natürlich schwer, also dann glauben wir immer, ach, das macht die Regierung eigentlich, um das Darlehen, also den Schuld wieder zurückzahlen zu können, ja, und das haben wir, wir haben schon Angst davor, ne, also dass es irgendwie mal auch ein bisschen chaotisch geworden in Indonesien ist, ja, zum Beispiel, es gibt auch schon Gegensätze, oder sagt man, ja, die Spannungen unter den Einheimischen zum Beispiel, es gibt auch schon Probleme wegen Religionen zum Beispiel. Eigentlich, wir können schon gut nebeneinander leben, mit Christen, mit Hindus, aber irgendwie mal wird es so ein Propaganda gemacht, ja. Yeah. Also der eine zum Beispiel schimpft an die Muslimen, yeah, und die andere Gruppen schimpft an die Christen, yeah, und so, yeah, weiter, ne? Yeah. Und da gibt es jetzt immer Spannung unter den Einheimischen, ja, mit den verschiedenen Religionen, ja, ja, und ja, da, und dann wird es auch schon, dann haben wir geschaut, ja, oder gelesen, dass jeder zurzeit, also eine Kamera hat, ja, ein Handy, denn jeder kann so irgendwie alles dann aufnehmen, ja, wenn, genau, die am Flughafen sind zum Beispiel, wenn die dann sehen, ah, da sind Leute aus China, dann nehmen wir die auf, ja, ja, dann wird dann hochgeladen im Internet, dann sehen alle, ah, wir sind, da gibt es viele Spannungen bei uns hier, unter den verschiedenen Religionen, aber auf der anderen Seite kommen so viele ausländische Arbeitskräfte hier zu, ja, uns. Ja. Aber nicht direkt in große Städte hin, werden die hingebracht, ja, sondern in weitere kleinere Inseln, wie zum Beispiel in Sulawesi. Sulawesi ist eine große Insel, oder das ist weit weg in die Landesinnere hin, ja, dass man vielleicht das nicht merkt. Ja. Ja. Aber wie gesagt, jeder hat so ein Handy, kann immer aufnehmen, was da dort passiert, ja, und wird dann in Social Media hochgeladen, ja, und ja, dann wir haben Angst davor, dass irgendwie mal zu viele Chinesen bei uns, ja, jetzt, ja, sind, ja, ja, angekommen, ja. Aber das Problem ist auch bei uns. Ja. Ah ja. Ja, also selbst in reichen Ländern ist es manchmal schwierig. Die Chinesen kaufen die ganzen großen Industrien auf, auch in Deutschland oder in Europa allgemein, oder auch Häfen, die bauen Häfen aus, mit Schiffe und machen uns abhängig, und wir machen uns abhängig von, oh ja, China, ja? Und die steuern dann auch die Preise, oh ja, im Endeffekt. Ja? Dann haben wir auch gedacht, irgendwie mal auch schon Preise irgendwie von China, also gesteuert, ja? Ja, ja, also irgendwie mal muss ich sagen, die Regierung ist auch ziemlich bei uns. Ja. Okay. Also eigentlich Indonesien hat alles, ja. Bodenschätze, Rohstoffe, haben wir alles, ne? Gold zum Beispiel, ja. Wir haben dann, das ist die größte Goldmine in Indonesien, haben wir dann in Papua zum Beispiel, auf der großen Insel, ja. Okay. Papua ist West-Papua, also zum Teil, ja, 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 gehört Papua-Neuguinea, Westteil gehört zu Indonesien, das ist ein großes Land. Da ist ja die größte Goldmine bei uns, ja, oder das wäre die größte Goldmine der Welt, ja, also es wird alles dann von amerikanischen Gesellschaften betrieben, ja, und kriegt vielleicht Indonesien nur wenige Prozent dafür, und das hätten wir schon alles dann für Indonesien finanzieren, also mit, ja, dem Geld. Auch in die Infrastruktur. Ja, für Infrastrukturen und, ja, so weiter. Und ein besseres Leben für die Einheimischen zu leisten, ja? Ja. Aber es ist nichts passiert. Also die Leute, die Einheimischen, bleiben immer so arm, ja? Oder sogar manchmal unter den Armutslinien leben die dann, ja? Und das ist schade. Also auf Lombok zum Beispiel, da sind einen großen Teil, also die gehören schon zur armen Volk sogar, sage ich mal, weil die vielleicht auch schon unter den Armut, also bei
Armutlinie dann. Ja, Grenze, ja. Ja. Und ja, wie gesagt, so Reichsland auch schon in Sumbawa, also da ist ja, da sind auch schon ein paar Goldminen da. Es wird aber gesagt hier, das ist kein Goldmine, sondern Kupfermine. Mhm. Ja. Oder es gibt, es wird vielleicht auch schon Gold da gewonnen, aber Kupfer auch, aber da gibt es auch schon andere Dinge, ja, also Rohstoffe. Deswegen wird alles dann raffiniert, ja, also im Ausland. Also nicht direkt hier in Indonesien, dann, aber im Ausland. Ja. Okay. Man weiß nicht, was auch dran in Boden ist. Ja. Und dann, es wird dann einfach mal im Ausland hingeschickt und da alles dann verarbeitet und dann weiß man nicht, was da gewonnen wird. Ja, ja, also Sumbawa, da sind auch schon zwei große Goldminen oder vielleicht Kupferminen, man weiß nicht genau. Ja. Nur die Politiker vielleicht dann wissen das. Ja. Ja, wir sind schon im Norden, ja. Da sind auch schon, ist gerade schöne Landschaft. Jetzt ja, also hinter, da sieht man hier den Berg, Mount Rinjani, ja, den Vulkan, ja. Ja, dann, das ist, sieht man auch schon auf bei uns, ein Roller so voll beladen, ja. Ne? Sowas, die müssen alles Mögliche tun, um ein bisschen Geld zu verdienen fürs Leben. Ja? Da werden die auch schon kein großer Gewinn machen, ja? Also davon. Ne? Vielleicht jeder 1.000, also für eine Sache, dann kriegt ihr 1.000 dafür, ja? Also gewinnt ihr. Ja? Dann sieht man auch schon den Markt, wenn man so den Markt besucht, dann früh morgen, sage ich mal, um. Also das Leben in solch einem Markt fängt sehr früh an, ja, also um 5 Uhr schon, ja, 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 schon sogar auch schon früher, weil sie dann auch schon alles da vorbereiten müssen, die Verkäufer. Wenn man so um 7 Uhr da ist, ja, da sieht man, wie beschäftigt der Markt ist. Ja. Da gibt es dann viele Motorroller mit Gestell, wo ja, die dann auch schon drauf die Sachen drauflegen, dass sie dann auch schon von einem Dorf zu dem anderen fahren, um in die einzelnen Familien hin zu verkaufen, ja, ja. Die Gemüse und alles Mögliche da, was da im Markt verkauft wird, ja, die machen dann jetzt ein mobiles Geschäft mit ihren Rollern, ja, oder die haben auch schon also ein Auto mit Ladefläche, ja, dieser Pickup, ja, und dann ist auch schon vollbeladen mit Gemüse und so weiter und die fahren ja von einem Ort zu dem anderen, ja. Dann machen die dann so irgendwie mal so mobiles Geschäft, ja, sowas, ne. Aber langsam sind auch die Einheimischen ein bisschen fauler geworden, meine ich, ja, dass die dann überhaupt nicht zum Markt selber fahren müssen, um einzukaufen, ja. Und dann warten die einfach nur zu Hause, bis die Verkäufer, bis die mobilen Geschäfte dahin vorbeikommen, ja. Auch zur Zeit, in der modernen Zeit, läuft alles kaufen und verkaufen über Mobiltelefon zur Zeit, ne. Das ist ja uns auch nicht neu, wenn man etwas zum Essen bestellt, ja, dann kommt ja in wenigen Minuten, ja, zu uns und dann bleiben die Leute einfach zu Hause, spielen mit dem Handy, ja. Sogar meine Frau auch macht das. Was machst du, spielen mit dem Handy? Einige Tage später kommt etwas, ja, ein Paket von draußen. Ja, ich muss da früher auch meine Frau immer begleiten, also bei einem Einkaufen im Supermarkt, jetzt geht das alles dann von selber über Handy. Ja, so schnell entwickelt sich dann diese Technologie, ja, dass man überhaupt nicht rausgehen muss, um etwas zu kaufen. Ja. Ich habe auch schon auch verfolgt, wie alles dann auch in Europa oder besonders in Deutschland läuft, ja? Also dass zu bestimmten Zeiten dieser
jemand, der dann die Pakete dann hinbringt, ja, befördert. Ja. Also immer beschäftigt und habt keine Zeit mehr mit der Familie, ja, ja, bei der Familie zu sein. Ja. Ja, bei Weihnachten zum Beispiel, wenn gerade auch schon Geschenke geschickt werden oder etwas gekauft wird, ja. Das ist jetzt auch durch die Pandemie viel mehr geworden. Man yeah. durfte ja nicht einkaufen gehen, man durfte ja nicht raus in die Stadt, nee, sondern man musste alles im Internet bestellen und dann ist das immer mehr geworden. Also oh ja. Die haben schon im Moment, und das ist auch geblieben, bei vielen geblieben, dass die weiterhin ganz viel bestellen. Gewohnheit. Mehr, genau. Oh ja. Das ist Gewohnheit. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ich wohne im Osten, ja, also es ist ja in einem Dorf, ja, also diese, diese Pakete oder wenn man online bucht, ja, da kommt auch schon bis weit in ein Dorf rein, ja. Also es ist weit weg, ja, von der Stadt, ja, aber trotzdem wird auch schon befördert, ja, die Sachen, ja, was da online gekauft wird, ja. Also im Norden viele Flüsse auch, ja, aber die sind ja ausgetrocknet, ja. Die sind einfach mal bei Regenzeit, ja, also voll Wasser nur zur Regenzeit, ja. Oder vielleicht bei Vulkanausbruch, ja. Der Vulkan hier ist auch schon aktiv, ja. Es bricht auch ab und zu aus, ja, aber kein großer Ausbruch, ja. Meistens jetzt diese Flüsse für Wasser, also Regenwasser. Besonders wenn es sehr stark regnet oben, ja, dann gibt es zu viel Wasser und oft dann gibt es auch Probleme wegen Überschwemmung auch im Norden, ja, ja. Wegen Regenwasser, ja. Besonders oben auf dem Berg, dann regnet es auch schon fast jeden Tag, ja, also vielleicht abends auch oft, ja, nachmittags, ja. Es ist dann weniger Verkehr hier im Norden mehr, ja? Also nicht so da ganz dicht besiedelt, ja. Also früher wurden die Einheimischen auch schon vom Süden hier umgesiedelt, ja. Es gab früher so ein großes Programm von der Regierung, dieses Umsiedlungsprogramm, weil die meisten Leute früher dort im Süden wohnen, ja. Genauso wie die drei Inseln jetzt, Java, Bali und Lombok, eigentlich die drei Inseln sind ziemlich dicht besiedelt, ja. Da wurden früher zum Teil die Einheimischen auch woanders hingesiedelt, ja, umgesiedelt, ja. Zum Beispiel in Borneo, ja, oder Celebes, ja, oder Sulawesi, ja, oder nach Sumatra hin, ja. Ein großes Land, also große Insel, ja, aber wenig besiedelt, ja, wenig Menschen, ja. Dann die konzentrieren sich meistens auf der drei Inseln, ja. Lombok, Bali und Java. Besonders Java. Da leben schon die Hälfte der Bevölkerung Indonesiens, ja. Also jetzt leben in Indonesien ca. 270 Millionen Menschen, ja. Sehr viel, ja. Ja. Und dann die Hälfte wohnen auf Java oder leben auf Java.